Ich hab dich sowas von durchschaut. Loot. Ein Notenblatt Nummer 2 gefunden. Alles klar, was auch immer das sein soll. Erstmal wieder aus den Irrgarten herausfinden. Wir waren hier gerade beim Abendessen, als es passierte. Ich würde dem Labyrinth an eurer Stelle fernbleiben. Das botanische Ungestüm verschlingt alles. Ungetüm. Er ist schon tot. Kein Ding. Alles tot. Alles gefixt. Alles tot. Alle tot. Und hier haben wir unsere Abkürzung. Und hier sollten wir uns mit den anderen treffen. Hallo? Meister? Direktor? Ihr habt das botanische Ungetüm erledigt. Gute Arbeit. Der Eremit des Kummers ist hinter dieser Barriere. Kommt. Ich komme ja schon. Da ist noch eine Kiste. Oh, verdammt. Alles für die Genki-Dama. Kann ich nochmal zurück? Mein lieber Gar, du hast bis hierhin außerordentlichen Mut bewiesen, aber hier musst du passen. Wir meinen's nur gut. Natürlich, Direktor. Ich sehe bloß zu. In Position. Die von mir vorbereitete Rune zwingt den Eremiten, sich zu materialisieren. Ich muss mich darauf konzentrieren, damit er verwundbar bleibt. Sorgt dafür, dass ich am Leben bleibe und vernichtet diese böse Brut. Okay, ihr schafft das. Kein Gehalt, dich nicht füttern nebenher oder so? Er kommt. Macht euch bereit und lasst euch nicht von seinem Äußeren täuschen. Er ist ungeheuer mächtig. Okay, was kommt denn jetzt? Okay, alles klar. Muss doch nicht schreien. Die sieht aber nicht sehr glücklich aus. Na gut, das ist auch der Eremit des Kummers. Autschi knautschi. Spiegelbilder. Ah, die kämpfen also allein. Rune halten. Dann hätten wir einmal den einmal googeln. Oha. Aber sowas von Schwäche. Alter. Oh, vielen Dank. Ohne halten, bitte. Bin sehr konzentriert, wie man merkt. 1, 2, 3, 4. Einmal heilen, bitte. Seelenstacheln. Au. Sehr schön. Es hat keinen Zweck. Er zeigt seine wahre Gestalt nicht. Was ist denn seine wahre Gestalt? So viel zu dieser Rune. Die Vorbereitungen liefen tadellos. Wir brauchen bloß mehr direktes Licht von der Sonnenfinsternis. Gal, steig auf das Ach. Steig auf das Dach und finde einen Weg, mehr Licht reinzulassen. Jetzt. Ich bin dabei.
Also gut, ich werde Sie nicht enttäuschen. Hier muss doch irgendwo eine Leiter sein. Da habe ich vorhin eine gesehen. So weit, so gut. Jetzt noch eine Lücke finden oder so. Ja. Hier geht's hoch, oder? Geht's hier hoch? Nein, geht's nicht. Wie komme ich denn da hoch? Den Haken haben wir auch nicht, ne? Warum geht's denn hier nicht hoch? Zu fest, ich muss weitersuchen. Okay. Auch nicht. Komm schon, Gal, deine Freunde brauchen dich. Ja, da ist eine Öffnung hinter diesen Trümmern. Zeit durchzubrechen. Flop. Mal sehen. Der. Was wollte ich sagen? Der Kampfkoch. Alles mit Trümmern blockiert. Ach. Uff, zu schwer für mich. Komm schon, du starker Mann. Hast doch immer gut gegessen. Ich darf nicht aufgeben. Denk nach, Gar. Oh, Yolanda hat mir das mit dem Schießpulver erzählt, wenn ich vielleicht. Oh Gott, mach da bloß keinen Unsinn. Ich wette, das haut richtig rein. Okay, jetzt in Deckung. Boah. Okay, jetzt kommt auf jeden Fall Licht rein. Haha, es hat funktioniert. Das wird bestimmt noch nützlich sein. Gar lernt den Kampfskill Kochtopfbombe. Also, das gibt richtig Licht, ne? Was zum. Er hätte uns warnen können, bevor er so etwas abzieht. Das ist Gar. Er hat es geschafft. Natürlich. Perfekt, der Eremit zeigt seine wahre Gestalt. Beenden wir es. Das hat mir vorher besser gefallen. Der hat mir eindeutig zu viele Boni-Status. Statin. Statusse. Hilfe. Oha, die haben richtig geile Sachen drauf, die beiden. Combo. Schmerz. Aua. Gespenstersensen. Au. Oh je, wir sollten heilen. Einmal heilen bitte, Oppi. Und hier der Sonnenball. Oh yes. Neues. Out. Au. Einmal noch mal heilen, bitte. Was haben wir hier? Machen wir erstmal den Combo. Und den Mondschild an alle. Wir müssen hier echt alles rausholen, was geht. Aua! Was tust du? Fokussiere die Mondrune, ja. Hoho. Au. Valere.
Aus. Wie viel HP hat der denn? Bitte einmal wegbrutzeln. Dit gibt's nix. Gibt's nix. Weg damit. Der zuckt so gefährlich, das gefällt mir nicht. Und einmal den Combo. Nur noch 60%. Au. Jetzt müssen wir leider wieder heilen. Wir können das so gut kombinieren, die beiden. Da sind wir noch voll schlecht dran. Einmal heilen bitte, Direktor. Nice! Eremit des Kummers, besiege den Eremiten. Schnell, vernichtet den Kern. Das lasse ich nicht zu. Was ist los? Serai? Die Waffe runter, sofort. Oh, da wird sie richtig biestig. Sag ihnen, was du... Was? Hä? Was geht denn jetzt ab? Erlina, erkläre dich sofort. Den Kristall, Brugavis. Jetzt, mach besser schnell. Hä? Brugavis, nein. Wir haben es mit Reden versucht. Ihr habt uns keine andere Wahl gelassen. Was haben wir denn gemacht? Worüber wolltet ihr reden? Also mit mir habt ihr nicht geredet? Tu es. Rennt ihr jetzt durch? 1, 2, 3 und 4. Du hast deinen Teil der Abmachung also doch eingehalten. Bestien, kriecht zurück, wo ihr hergekommen seid. Ihr werdet diese Seelen nicht besudeln. Ein wenig verspannt, der alte Herr. Verspannt und verwirrt offenbar. Was wollt ihr? Nun, dasselbe wie deine beiden ehemaligen Freunde hier. Die Freiheit jener, die während der Sonnenwende geboren wurden. Also sie wollen ihre Freiheit. Müssen sie nicht trainieren? Trainieren und Bestien bekämpfen. Lügner, ihr holt dich dem Flashmancer. Ohne Krieger der Sonnenwende wäre die Welt verdammt. Ha. Das entspricht unseren Vorstellungen. Erlina, wieso? Wir haben eine Abmachung getroffen. Sie wollten nur, dass wir einen Blutmond beschwören. Und dann ist endlich Schluss mit diesem Unsinn. Was soll denn das heißen? Der Blutmond und ein Eremitenkern? Nein. Okay, ich dachte schon, das Spiel ist zu Ende, aber jetzt ist Polen offen. Puh, ein schneller Geist. Zu guter Letzt wird der Eremit der Zwietracht wiederbelebt. Oh Gott, noch ein Eremit. Wiederbelebt und außerdem gestärkt. Brugavis, wie kannst du da bloß mitmachen? Habt ihr euch noch nie gefragt, wie es wäre, ein Leben nach euren Vorstellungen zu leben? Aber wieso? Wir haben eben den letzten Eremiten besiegt. Das könnt ihr gar nicht wissen. Und seht ihr denn nicht,
dass ihr an diesem endlosen Konflikt selber keinerlei Schuld habt. Das heißt aber nicht, dass wir keine Verantwortung tragen. Das gilt übrigens auch für euch. Es ist nicht zu spät, Brugavis. Zerstöre den Kern. Tut mir leid, Valere. Wir haben uns entschieden. Wieso jetzt aufgeben? Wir können immer noch aufsteigen. Zu Wächtergöttern? Dass ich nicht lache. Wie viele Jahrhunderte hat man sich auf diese falsche Versprechen berufen? Denkt ihr nicht, das hätte schon längst passieren müssen? Irgendwas stimmt ja nicht. Genug geredet. Wir müssen das Ritual vollenden, ehe die Sonnenfinsternis endet. Irgendwas scheint hier ja nicht zusammenzupassen. Nein, das dürft ihr nicht. Oh, ich denke schon. Dürfen und werden. Es ist Zeit, den Eremiten der Zwietracht wiederzubeleben. Und jetzt gebt uns einen Blutmond. Die Kacke dampft. Sie dampft. Nein. Nein. Direktor. Hey, immerhin sind wir in Sicherheit und schwacher Trost. Ich bin sicher, ihr drei könnt es mit dem Eremiten der Zwietracht oder so aufnehmen. Du verstehst nicht. Der Eremit der Zwietracht hat uns alles genommen. Mehr als 2 Dutzend Krieger der Sonnenwende und doch... Dann müssten wir schon wirklich die Krieger der Sonnenwende sein. Aber der Älteste des Nebels. Wie konnten sie? Direktor, gehen wir zurück. Er ist aber nicht tot umgefallen, oder? Er scheint nicht schwer verletzt. Vermutlich ist es einfach ein bisschen viel, ne, in seinem Alter. Nichts, was man mit Suppe nicht hinbekommen würde. Oh ja, so Suppe hätte ich jetzt auch gern. Nicht die Zwillinge. Hä? Wir sind doch hier. Ruhig, Direktor. Du brauchst eine Pause. Oh, erstmal zudicken. Danke, junger Freund. Du warst sehr fürsorglich. Keine Ursache. Ach, unser Gal. Valere, Sael. Ja, Direktor. Ich brauche mehr Zeit, um mich zu erholen. Unsere Feinde halten sich jetzt bestimmt im alten Schloss des Flashmancers auf. Auf Misa Island auf. Misa Island ist momentan unerreichbar, aber ich werde bestimmt beim Meditieren eine Lösung finden. Okay, beim Meditieren. Geht klar. Bitte geht in der Zwischenzeit nach Brisk, begutachtet die Schäden und gebt euer Bestes, um den Überlebenden zu helfen. Unverzüglich. Danke, Jünglinge. Ich komme nach, sobald ich bereit bin. Ich werde sofort gehen. Wir sehen uns in Brisk. Wir sehen uns sowieso wieder. Kapitänin. Klischee. Danke, Jünglinge. Ich komme bald nach, sobald ich bereit bin. Okay. Dann ruh dich mal aus, Direktor. Ach ja. Erstmal hier eine Runde speichern.
Was für eine Katastrophe. Die Kapitänin ist fort. Sie benimmt sich komisch, seit wir hier sind. Weil sie die ganze Zeit bei uns abhängt. Nun, ihr seid also losgezogen und habt euer Ding erledigt. Gratuliere. Seid ihr nicht stolz? Ihr habt gerade viele Leute gerettet. Es ist viel passiert. Wir müssen das alles erst begreifen. Warum das lange Gesicht? Ist etwas Unvorhersehbares passiert? Ihr seht aus, als hätte sich eben herausgestellt, dass euer Mentor ein Bösewicht ist oder so ähnlich. Ha, ha, Schenkelklopfer. Oh, ist das denn so? Ja, irgendwie schon. Gut gemeinte Absicht ist mein zweiter Vorname. Tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass es so schlimm ist. Schon gut, Jolande. Es ist gerade etwas viel. Nun, falls ich helfen kann, sag Bescheid, ja? Da wäre etwas. Schieß los. Brisk wurde schwer getroffen. Wir haben den Befehl hinzugehen und den Schaden zu begutachten und zu helfen. So gut wie erledigt, Sohn. Seid ihr bereit, Segel zu setzen? Falls ihr hier fertig seid, natürlich. Ja, let's go. Zurück nach Brisk. Die großen Archive. Da die Auferstehung des Eremiten der Zwietracht eine längst verloren geglaubte Schreckensherrschaft ankündigt, erscheint die Hoffnung für eine Welt mit nur noch drei Kriegern der Sonnenwende spärlich. Jetzt, wo der Schleier der Lügen erhellt ist und ein Teil ihrer Unschuld zurückbleibt, gehen unsere Helden zurück nach Prisk, wo ihr Direktor einen Weg nach Mesa Island finden will. Mit dem Ziel, den Überlebenden der Katastrophe zu helfen, stürzen sie sich kopfüber in das Auge des Sturms, um sich einem legendären alten Fluch zu stellen. Hafenstadt Brisk. Oh, die ist ganz schön im Arsch. Der Eremit ist mitten in die Stadt gestürzt. Serai ist dort drüben. Tut uns leid wegen der Verspätung. Tun wir es. Let's go. Einmal den Sichelbogen. Der arme Typ da hinten zittert richtig. Was ist das? Was will der von uns? Ah, das sind Kugeln, einzelne Gegner, die dann wahrscheinlich explodiert werden. Die sind viel stärker als jene aus der Villa. Natürlich, es ist ja jetzt auch sozusagen Krieg ausgebrochen, ne? Alles wird verstärkt, alles böse. Dieser Eremit der Zwietracht muss schrecklich sein. Und weit und breit keine Sonnenfinsternis. Es muss einen Weg geben. Es muss ja. Finden wir raus, was wir können. Der Eremit muss irgendwo abgestürzt sein. Wir finden ihn. Und dann willst du ihn verprügeln? Bitte nicht fressen, bitte nicht fressen, bitte nicht fressen. Aber ich habe Hunger. Hey, du bist in Sicherheit. Such am Hafen nach Jolande. Ihre Gruppe wird für dich sorgen. Mit ihrem Floß. Krieger der Sonnenwende. Luana sei gepriesen. Bitte helft den anderen. Bitte einmal speichern. Wir werden diese Dorfbewohner schützen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kinefin. Keine Sorge, wir können schon selbst auf uns aufpassen. Das hoffe ich. Hey Kumpel, wenn du andere Dorfbewohner siehst, schick sie zu uns. Das mache ich gern. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wir haben während der Katastrophe fast alles verloren, aber wenn ihr irgendwas für die Reise kauft, haben wir Geld für den Wiederaufbau. Okay. Ich verkaufe euch gern mal mein Zeug und euch was ab. Geschnitztes Schwert, ja, bitteschön. Silberschwert verkaufen. Knöcherner Stab haben wir. Knochenrüstung brauchen wir nicht. Gespenstischer Umhang, ja. Den kriegt Gal. Wir kaufen. Körner haben wir genug. Fleisch haben wir auch genug. Herzhafter Eintopf. Vielen Dank. Hier kommen wir nicht rein. Oh, da ist jemand verschüttet.
Schwimmen, 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 schwimmen. Die Mucke. Jetzt ist wirklich was los. Hallöchen. Let's go. Sprintschlag. Kommen wir da durch? Ja. Die kommt raus. Danke, ich war sicher, ich müsste hier und heute sterben. Schaffst du es allein bis zum Hafen? Die Leute versammeln sich dort, während wir uns um die Monster kümmern. Ja, danke. Ich wünschte, ich hätte mehr anzubieten. Tomaten-Sandwich erhalten. Nimm ich, nimm ich. Haben wir hier was? Hier geht's hoch. Ob es da irgendwo einen Loot gibt? Da geht's nicht durch. Ah. Da kommen aber nicht zu der armen Frau hier runter, ne? Hier ist noch jemand verschüttet. Wie kommen wir denn da weiter? Ah! Die Kiste! Oh Gott, ich bin überhaupt nicht drauf gekommen, dass... Ja, hier ist ja so ein Schiebeding. Bin doof. Ach ja. Und hier geht's gleich weiter. Wir sind irgendwie ziemlich stark geworden. Oder liegt das an dieser Wende im Spiel? Und hier ist ein Loch. Ich sitze hinter diesem großen Block fest. Könnt ihr ihn bewegen? Bitteschön. Uff, das war knapp. Ich sollte mich zum Hafen aufmachen. Vielen, vielen Dank. Hier. Pilzsuppe erhalten. Schlurf. Gibt es hier noch mehr Loot, den wir vielleicht kriegen können? Das sieht nicht so aus. Hier scheint es nicht zu geben. Au. Sind das Aliens, die mit Laserstrahlen irgendwie angreifen? Sechshundert. Boah. Au. Oh. Au. Weg damit. Tschüss, Alien. Oh, du bist immer noch da. Hallo? Hartnäckiges Alien. 90 Erfahrungspunkte. Uiuiui, die Einschlagstelle. Egal. All die unschuldigen Leute. Und ich denke gerade daran, dass ich die Stadt nicht ausloten konnte. Ich bin so ein schlechter Frotsch.
Wie groß ist dieses Ding? Groß. Hey, ihr seid Krieger der Sonnenwende, oder? Wir haben alle Monster vernichtet. Es ist fürs Erste vorbei. Das Große ist weggeflogen. Wohin denn? Es könnte zurückkommen. Uah. Keine Sorge, meine Freunde hier sind stärker als das große Monster. Reißt den Mund nicht so sehr auf. Wirklich? Absolut. Uah. Hier ist es vorerst sicher. Bitte versammelt euch mit den anderen am Hafen. Wir lassen euch nicht im Stich. Wir bringen das in Ordnung, versprochen. Und dabei ist es nicht mehr unsere Schuld. Danke. Hoffentlich geht es meinem Bruder gut. Hoffe ich auch. Wir können hier nicht bleiben. Wo sollen wir hin? Wir müssen uns eine neue Bleibe suchen. Ich wurde hier geboren und werde hier sterben, wie meine Ahnen. Dann müsst ihr wieder aufbauen. Ja, wir werden alles wieder aufbauen. Ich würde lieber woanders hin. Trennen sich jetzt die Wege? Boah. Okay, ganz ruhig. Wir arbeiten an einer Lösung. Was sollen wir hier tun? Einige von ihnen müssen sicherlich fort, aber für Lucent sind es zu viele. Außerdem haben die dortigen Einwohner ihre eigenen Sorgen und Probleme. Yolande, fällt dir irgendein anderer Ort ein? Ei, ich schätze, ein paar von denen brauchen einen Neustart. Kinefen? Was ist mit der kleinen Insel im Nordosten? Oh, die unbewohnte mit den Kiefernwäldern? Könnte funktionieren. Ganz genau. Wir kennen den Weg, aber mit der Kauderbarke können wir nicht hin. Dazu müssen wir aufs offene Meer, also braucht es ein ordentliches Schiff. Okay, das klingt schon mal gut. Gute Neuigkeiten, Leute. Wir kennen den perfekten Ort für alle, die Brisk verlassen und neu beginnen wollen. Juhu! Hat zufällig jemand von euch ein Schiff? Hör mal, Kumpel, ich bin ja praktisch veranlagt, aber dieser Hafen ist im Eimer. Bleibt nur noch eine Option, wie es scheint. Oh, deine Gedanken gefallen mir, Freund. Was denn, was denn? Dann schieß mal los, Großer. Wir holen uns die Abendliche. Oder zieht er gleich die Brille ab? Also ist es jetzt soweit, die Abendliche? Klares Nein, Freundchen. Dazu kommt es erst, wenn die Kapitänin es will. Natürlich, und die Kapitänin kommt jetzt gerade wieder. Kinefen hat recht. Die Zeit ist reif. Arr. Ahoi, Kapitänin. Wir dachten schon, du wärst weg. Wird dieses Schiff groß genug sein, um die Siedler zu der Insel zu bringen, die Yolande erwähnte? Bitte, Sohn, die Abendliche könnte selbst das Meer von Yolande. Verzeihung, Kapitänin. Sie wird uns dorthin bringen, garantiert. Okay, wie sieht der Plan aus? Das Boot ist verflucht, oder? Tatsächlich ist das der einfache Teil. Wir müssen nur an Bord und den Besitzer treffen. Dann muss die Kapitänin das Schiff mit der von euch beschafften Münze untoter Einwilligung kaufen. Tja, und die haben wir nicht mehr. Ein solider Plan. Da kommen wir nicht mal ins Schwitzen. Das haben die gar nicht mitbekommen, ne? Dass sie die Münze weggegeben hat. Das werden wir noch sehen. Fürs Erste wandern wir zur Halbinsel und warten. In der Dämmerung wird die Abendliche für einen kurzen Moment erscheinen. Das Zeitfenster ist klein, also müssen wir an Bord gehen, ohne zu zögern. Kein Problem, Kapitänin. Bin sowas von aufgekratzt. Man sieht's. Ihr drei werdet nicht mit uns kommen. Was? Was? Kapitänin? Wenn wir es nicht schaffen, müsst ihr einen anderen Weg finden, den Dorfbewohnern zu helfen. Nein, wir bereiten uns schon so lange darauf vor. Unser Endziel ist dasselbe, aber vorerst bleibt ihr in Sicherheit. Könnt ihr das für mich tun? Alles für die Kapitänin. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kinefen. Ei, ei, Kapitänin. Können wir euch wenigstens sicher zur Halbinsel geleiten? Natürlich. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid.